Kalle, kannst du mal wieder Bus-Simulator spielen? Katze, Katze, Mauzi! Ja, moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator! Wir sind Level 7, wir haben ein Tattoo. Und hier ist auch eins. Und hier ist ein Bild von meiner Katze, sie heißt Aa. Leute fragen hier ständig... Wann geht's denn wieder los? Mal eingesaugt mit dem scheiß Eis eben, ey. Ja, und jetzt sitzen wir hier und müssen wieder Autobus fahren, ey. Auf dem Ostermontag, verstehst du? Kriegen alle auf die Schnauze heute. Sehen wir wenigstens ein bisschen zivilisiert aus, ne? Und... Ich hab mir eigentlich gesagt, dass wir den Bums lassen, ne? Jetzt hab ich mich wieder belabern lassen. Bei so einem Kaffee merkt man einfach, wie das Leben in einem reinläuft. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, was ist jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier überhaupt abgeht. Das ist ja alles schon so lange her. Was sollen wir denn hier eigentlich mal machen? Erstelle eine Strecke mit maximal 10 Haltestellen, welche beinhalten Agricultural Zone, Showgrounds, mindestens 2 Stops. Also sind es jetzt Haltestellen oder Stops? Könnt ihr euch da mal entscheiden? Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Ordne mindestens einen Fahrer zu und wähle ausschließlich Erdgasbusse. Motor Diesel. Das ist kein Erdgas, ne? Erdgas. 330.000? Das kann ich mir gar nicht leisten, hör mal. Ich muss erst Level 9 werden. Ey, nee. Wir machen jetzt erstmal diese Strecke. Neue Kacki. Dann können wir eigentlich hier starten. Dann fahren wir am alten Sägeweg vorbei. Und dann sieht man einen Lido. Und dann müssen wir eigentlich fertig sein hier mit dem Bums, oder was? Das haben wir jetzt geschafft. So würde ich sagen, machen wir los. Ich weiß, dass heute Feiertag ist. Ich weiß das. Ich muss erstmal wieder auf mein Leben hier klarkommen. Das ist ja schon wieder ewig her. Aber das kann man noch. So, dann Ignition, Alter. So. Alter, die gehen mir ja jetzt schon auf den Sticker. Verzieht euch mal vor meinen Hof jetzt. Ich will jetzt ein bisschen Bus fahren, hör mal. Hab ich ein bisschen vermisst auch, ne? So. Achso, Drive. Ey! Wo sollen wir denn lang? Rechts, ne? Also, das ist ja... Pest dich, Udo! Oh, scheiße, die Laterne. Mann, ich habe schon 1500 Euro hier verloren wegen dieser... Ich bin so sauer jetzt schon, ey! Nächster Halt, Nutrivor Forschungslabor. Ehre in mein Popo drehen. Wehe, du fährst mit rein, dann bin ich sauer. Nein! Bordstein, Schmortstein, sag ich immer. Geschwindigkeitsüberschreitung. Alter, wir haben noch nicht mal eine Haltestelle abgeklappert und wir kriegen hier schon direkt die Strafzellen und die Bordsteine und die Skyline und alles in die Körper rein, ey. Mann. Alter! Ohne Witz! Stopp, stopp, stopp! Warnblinker? Warnblinker? Mann! Das hat gerade übelst gewackelt. Ich hatte Angst um meinen Leib. Das könnte ein Remaken with me. Mach mal auf den Lachs. Ich hatte hier gerade den Schock meines Lebens, Leute. Da müsst ihr euch nicht so anstellen. Jetzt kommt die erste Haltestelle. Ich hatte schon mein Herz, Kasper. Aber jetzt geht's erst los, ne? Jetzt kommen die Leute auch noch in meinen Bus, Alter. Oh, Mann. Auf den Osterfeiertag, Montag hier. Nutrivor, Forschungslabor. Was sind das viele? Meine Fresse. Die Leute wollen Bus fahren. Das sind alles feine, piekfeine Leute. Vielleicht fährt auch jemand schwarz. Kassier's auch nochmal ab. Ehre in deinen Arsch. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Was brauchst du denn? Echte Geldwitze, ne? Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Ja, ja. Es war ja gerade erst Wochenende. Der ist Ostermontag heute, ne? So! Ihr habt alle nicht bezahlt, ne? Ich merke mal eure Gesichter. Von mir aus könnte jeder Tag ein Feiertag sein. Ja, dann sind die Kackbusse immer voll, oder was? Ich muss hier mal schuften, ohne Zuschlag. Hier, bitte. Ich hab noch gar nicht gefragt. Die Ungefahren einfach die Fahrkarte zeigen. Wo sind wir denn da? Nochmal. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ja. Ah, hier, bitte. Ja, ja. Ihr habt also alle eine Fahrkarte, oder was? Augenblick.
Hier, bitte. Das kann man auch freundlicher sagen, ne? Haben die Katze rausgepatcht? Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich denke, die Antwort ist nein. Ihr Kackbratzen, halt alle euer Maul. Dicke Eier gibst du hier im Bus nicht. Hier wird nicht gesucht. Hier wird nicht gefummelt. Hier wird nur gesessen und Schnauzen gehalten. Verstehe mich mal. Und los. Bleibst du wohl stehen da. Ich bin hier der Bus, ne? So. Nächster Halt, Kornstraße. Fahren mit verriegelten Türen? Oh, geh mir doch nicht auf den Sticker. Raus. Weißt du, das fällt dem, nachdem ich ein halbes Jahr durch die Gegend fahre, fällt dem Bus auf einmal auf. Oh, mein Hintertürchen ist ja noch verriegelt. Oh, da soll was rein und rauskommen. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Jetzt reicht's. Ich hab mir keine verriegelte Tür. Vielleicht doch. So, und einlenken, ne? Sorry, Leute, wir müssen spät dran. Hopp, hopp. Wir sind spät dran. Ja, hab ich doch gesagt. So, das Problem mit euch ist immer, ihr zeigt mir euer scheiß Ticket nicht. Habt ihr nichts gelernt zu Hause oder was? Und der Bus ist auch viel zu voll hier, hör mal. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Mouncy kommt gleich in den Wäschekorb. Ich sag's, wie es ist. Oder in den Trockner. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Aha. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Das ist mir scheißegal! Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Also ganz kurz. Peter Lustig, Udo Walkes und Hans-Peter Oerding, oder wie du heißt, Madame. Ihr habt alle die gleiche scheiß Müllkatze. Mouncy, Mouncy, Mouncy. Bilder mit Katze. Bla, bla, bla. Oder wie, oder was, oder wie, oder was. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Das ist meine Bus! So, fahren wir weiter. Wir sind schon so mördermäßig zu spät. Man sieht das da unten auf dem Tacho. Alter, was hier los ist. Hallo. Hi. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Geh mir aus der Sonne. Alle mal die Wannabe Gameboys aus der Hand. Auch Sie, junger Mann. Danke. Ich möchte, dass das jetzt hier mal ganz normal vorgeht, ja? Karte raus, mir zeigen. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Aha. Heute Abend gibt es Kaninchenbraten oder Katzenbraten. Alles im Lot auf dem Boot. Alles im Boot in der Moder. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Junge, wasch dir die Ohren. Hast du was geraucht oder was? Oh, scheiße, mein Lenkrad verabschiedet sich. Oh. Tut das in Not jetzt. Moment. Ah. So. Haben wir gerade nochmal Glück gehabt. Hab gerade eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Oh. Oh. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal. Ist das überhaupt der richtige Bus? Sag mal, wurdest du als Fötus getreten? Was ist mit dir? Was machen Sie so? Tja. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Dreckskack-Müllwitze. Ey, wir schaffen eine Fahrt am Tag, weil ich einfach mit den Nerven jedes Mal at the end bin. Weißt du, wie ich meine? Hat's gerade geblitzt? Wow! Eine Fahrkarte, bitte. Einmal Maul halten, bitte. So, jetzt können wir eigentlich nochmal kontrollieren, ne? Hat sich ja wieder einiges getan. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Also das, muss ich sagen, macht mich jetzt schon auch traurig, junge Lady, auf dem Ostermontag, ne? Da machen wir eigentlich das Doppelte draus. 240 Abonnements wären das dann für den Kanal von Kalle, ne? Und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Ey, das reicht doch, wenn die das fragen, wenn ich die nach ihrer Katze frage. Ey, nach ihrer scheiß Fahrkarte. Jetzt werde ich selber schon plemplem. Ich riech mich nicht auf, aber das ist nicht mehr normal. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food, Junk Food. Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Kannst auch in einmal Glycerin saufen, dann hast du endlich Ruhe. Und einfach jeden Busfahrer verstehen, der genervt ist, ne? Bis ruhig. Dann. An alle meine Busfahrer-Homies da draußen. Ja. Wiedersehen. Ich kann euch verstehen. Diese ganzen Leute, die gerne Bussimulator spielen, weil, oh, ich finde Busse so toll. Die verstehen den Ernst der Lage gar nicht. Das Problem ist ja nicht, dass sie hier... Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Fahrkarten kaufen wollen? Das Problem ist,
dass sie alle die scheiß gleich Katze haben und dann mit diesem Sägewehr und Winter der Leidenschaft und dann schreibt ihr mir in die Kommentare, Kalle, wer muss Simulator? Ich bin ein guter Mensch, ich will die Leute, ich will mit meinem Bus hier, Alter, ich will einfach ein bisschen rumfahren, ich will die durch die Gegend brennen lassen, weißt du, wie ich meine? Ja? Bleib stehen, du Assi. Und die labern mich. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Versteht ihr, was ich meine? Hab grad eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas! Ich hasse die Werbepausen in Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, ich muss auch immer dann arbeiten, wenn es spannend wird im Schlafzimmer. Kann ich auch nichts dafür! Ey! Wer hat gesagt, dass sie hier alle... Okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich kann den Job nicht mehr machen. Ist doch alles nicht mehr normal. So, ab ins Depot, Finger in Po. Ja, hier, Ende. Ich schaff das mental auch nicht mehr. Als Busfahrer bist du auch den ganzen Tag alleine. Ich rufe jetzt einen Kumpel an. Yo, Pia, ich sitz gerade im Bus, ne? Ich habe ja hier diesen Bus-Job da angenommen. Ich kann das aber nicht mehr. Ich muss den Job kündigen. Ich brauche einen neuen Job. Ich kann das nicht mehr. Verstehst du, wie ich meine? Den ganzen Tag, ich kriege nur... Heute war Ostermontag. Weißt du, wie voll der Scheißbus war? Die sind mir nur auf den Sticker gegangen. Hier, mit verriegelten Türen, sagen sie, bin ich gefahren. Das stimmt alles gar nicht. Und dann auch noch Strafzettel fürs Rasen. Ich bin gar nicht auf dem Rasen gefahren. Ich will jetzt einfach aufhören. Also, es reicht mir jetzt. So. Soll ich dir zur Beruhigung ein Bild von meiner Katze zeigen? Sie heißt Mounty. Bist du noch da? Was?